So Leute, willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Shiny Gold X. X, ne. Also, wir haben Rock Dude und Foyquil im Knuffensertum trainiert und ja, dann können wir jetzt wohl in die erste Arena. Und da wartet auch schon Carlos auf uns, den wir beim letzten Mal verloren haben gegen sein Evoli. Okay, Rock Dude. Wir fangen an mit Rock Throw. Sein Evoli macht immer noch. Ne, mit einem Headbutt machst du uns nicht viel Schaden. Außer dass wir flinchen. Naja, egal. Okay, unser Rockflow geht daneben, weil er Doppelteam eingesetzt hat. Und jetzt setzt er Tail Whip ein. Und dieser Rockflow, der erledigt sein Eevee. Er setzt sein Slowpoke ein. Sein Phlegmon, aber wir bleiben erstmal drin mit Rock Dude. Machen weiter mit Rockflow. Er setzt weiter Fluch ein. Wir machen noch einen Rock Throw. Setzt Headbutt ein. Wir machen an der benutzt zuerst einen Potion. Wir machen einfach weiter mit Rock Throw. Okay, daneben. Weiter mit Rock Throw. Er macht weiter mit Fluch. Ja, einfach weiter mit Rock Throw Schaden machen. Okay, er landet einen Crit. Machen wir mal einen Tackle. Schauen, wie viel das abzieht. Okay, nicht so viel. Setzt Heuler ein. Und noch einen Rock Throw. Und ja. Er setzt weiter Fluch ein. Um all seine Statuswerte zu stärken. Und der macht immer noch weiter mit Fluch. So, wir setzen einen Tackle ein und dann hat sich Carlos auch schon erledigt. Rock Dude erreicht Level 15 und ja, wir haben ihn besiegt. So. Dann gehen wir nochmal ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon. Vor allem unser Rock Dude. Und dann können wir eigentlich auch schon gleich in die erste Arena, um Falkner zu bashen. Okay, jetzt kommen wir ein paar Vogelfänger. Ape. Ein Spearow Level 5, Level 12. Unser Rock Dude ist Level 15. Und ja. Rock Throw geht leider daneben und so hat er noch die Chance, nochmal Heuler einzusetzen, um unseren Angriff zu senken. Aber trotzdem. Das ist sehr effektiv, dieser Rock Throw. Und ja. Und darum stirbt er auch. So, noch einer. Und dann können wir auch schon mit unserem Kampf gegen Falk beginnen. Okay, er senkt unsere Genauigkeit. Und Rockshow hat sowieso nicht 100% Genauigkeit. Er setzt Goost ein. Und noch ein Rockshow und ja, vorbei. Dann können wir auch gleich gegen kämpfen. Mal schauen, ob der hier ein paar besondere Pokémon hat. Halt nein, er hat auch noch eins. Er hat ein Schwalbini. Rockflow und die Sache ist erledigt. Serena wird wohl ziemlich einfach werden mit Rock Dude.
Und die nächste Arena, die wird einfach mit against all Pokémon, its power varies, shaking attack, all standing. Okay, ich glaube, das ist Intensität. Also diese Arena wird ziemlich einfach mit Rock Dude. Und die nächste Arena, die wird dann wohl auch ziemlich einfach mit unserem Volkwill. Ich stelle jetzt aber mal Volkwill an die erste Stelle, weil ich auch Volkwill trainieren will. Und ich glaube, sein kleiner Sprite, das war der von Koga. Okay, er fängt mit einem Hut an. Wir machen einfach mal Ember. Okay, er setzt Doppelteam ein. Weiter mit Ember. Okay, er macht Aeroass. Aber wir machen noch einen Glut. Und oh, er setzt eine Super Potion ein. Tackle. Und als weiter mit Glut. Dann sollte der Kampf auch schon. Okay, er schläfert uns ein. Und das ist jetzt nicht ganz so toll. Wir schlafen immer noch weiter. Er macht weiter mit Aeroas. Wir wachen auf und setzen Glut ein. Und ja. Damit wäre sein Hut auch Geschichte. Volkwill erreicht Level 16. Und er setzt Pidgeotto. Tauboga, oder? Ja, Tauboga, glaube ich, heißt das. Und wir setzen Rockfro ein. Er setzt erst ein Doppelteam ein. Die können auch nichts Besseres, aber unser Rockfro trifft. Und ja, ist sehr effektiv. Setzt Lehmschelle ein. Wir setzen Rockfro ein und ja, besiegt. Und wir bekommen den C4-Orden. Okay. Wir hatten die TM 31 und ja, damit hätten wir unseren ersten Orden bekommen. Und wir haben eine Pokebeeper-Message von Ellen. Ja, dann heilen wir unsere Pokémon nochmal. Ja, Volkwill ist an der ersten Stelle, das ist gut. Und ja, dann geht's mal weiter. Wir gehen. Gibt es auch die Alfruine? Ich habe noch nicht geschaut. Was ist das für ein Typ? Ja, ich studiere die Ruinen, ja. Ruins of Earth. Okay, die gibt's hier wirklich. Aber damit befassen wir uns jetzt nicht. Wir gehen lieber nach Hunden. Ja, wir haben ihn noch besiegt. Was? Warum lässt du uns nicht durch? Wir haben ihn noch besiegt. Okay, müssen wir jetzt irgendwo anders lang? Ich habe keine Ahnung. Okay. Verdammt. Moment.
So. Ach, wir müssen da rein. Schätze ich jetzt mal. Oh, das ist das Trickhaus. Gibt's das hier auch? Okay, ein Trainer. Youngster Fabrico. Fabrico, ja, Fabrico. Egal. Glut. Nochmal Glut. Und nochmal Glut. Was das? Nein, er setzt einen Zickzacks ein. Glut. So, noch einmal Glut und der Kampf soll ja auch schon erledigt sein. So. Dann den Teleporter hier ein und ja, Teleporter und nein, da war ein Pokéball. Und wir finden eine Super Potion. Ja, das ist gut. Gut. Da steht der geheime Code drauf. Ist immer gut, den zu wissen. Schon ein Hyperball, glaube ich. Ist das? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich laufe einfach irgendwie dumm rum. Frei nach dem Motto, irgendwann komme ich schon ins Ziel. Ha, sag ich's nicht. Okay. Wir hatten einen Great Ball. Aber er hat noch viele Ideen. Und wir sind bei Route 36. Ja, da steht das Mogelbaum. Tja. Was müssen wir jetzt tun? Also, entweder es ist ein Bug oder ich weiß es nicht. Aber normalerweise müssten wir eigentlich durchkommen. Ich war schon in der Arena. Ich habe ihn doch schon gebasht. Okay, dann gehen wir einfach mal wieder in die Arena. Ach ja, der hat uns ja noch angerufen. Ach, ich Idiot. Ich bin wirklich ein Idiot. Wir erhalten ja das Ei. Ich bin so ein Idiot. So, es sollte bald schlüpfen. Was wird daraus nur schlüpfen? Tja. Na, ich gehe jetzt mal im Speed runter.